Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Handballfreunde. Herzlich willkommen zum Trainertalk. Sonntags mit unserer Überlegung, ob wir weiter spielen, aber das ist eine Geschichte. Normalerweise immer Sonntag. Gut, herzlich willkommen, Trainer von den Rhein-Neckar-Löwen 2, dem Michael Abt, zu meiner Linken und auf der rechten Seite unser Alexander Schor. Michael, du hast das Wort, bitteschön. Ja, schönen guten Abend. Ich bin überglücklich heute mit dem Sieg hier an einem Sonntag. Die Voraussetzungen waren alles andere als gut. Wir hatten gestern die Nachricht gekriegt, dass Max Kessler nach Hamburg fahren muss mit der Bundesliga. Die A-Jugend parallel das entscheidende Spiel hat gegen Potsdam-Euding im Badischen Derby, sodass wir mit einer sehr kleinen Mannschaft angereist sind, unter der Woche noch viele Krankheitsfälle hatten. Und dann freut mich es natürlich umso mehr. Vor allem die Phase in der ersten Halbzeit, als wir als droht auf 4, 5, 6 gegen uns zu gehen, dass wir da nochmal rankommen, auf 16, 14 zur Halbzeit war es, glaube ich. Da haben wir in der Kabine gesagt, es war super, es war alles okay. Und wussten, dass wir die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit für uns entscheiden müssen. Der Plan ist dann ganz gut aufgegangen, hinten raus haben wir sehr diszipliniert gespielt. Ich glaube, alle Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen, die heute dabei waren. Das zeigt, was es für eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Und deshalb bin ich heute wirklich sehr zufrieden mit der Teamleistung. Danke, Mitte. Du bist zufrieden. Jetzt schauen wir mal, ob unser Trainer auch zufrieden ist. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Gratulation an die Rhein-Neckar-Löwen zum verdienten Sieg natürlich auch. Ja, die Antwort ist wahrscheinlich relativ einfach. Wir sind natürlich nicht glücklich. Nicht glücklich, glücklich. Die Jungs sind auch ziemlich niedergeschlagen, gerade in der Kabine, weil sie sich anders vorgestellt hatten, weil wir vor allem auch nach einem schwachen Beginn die ersten 10 Minuten uns dann wirklich gut gefangen haben, ins Spiel reingekommen sind. Und als Trainer traut man natürlich so ein bisschen, der Michael hat es gerade angesprochen, der Chance hinterher in den letzten Minuten der ersten Halbzeit schon auf 5 oder 6 Tore wegzugehen. Das wäre durchaus möglich gewesen. Aber es sind Undiszipliniertheiten gerade bei uns dabei, mit denen wir schon immer wieder auch kämpfen müssen. Mit undiszipliniert meine ich natürlich nicht, dass die Spieler irgendwas ganz Verrücktes machen, sondern geht es um taktische Disziplin im Spiel. Das heißt, wie lange spiele ich in Angriff, wie gut arbeite ich die Chance heraus. Und da waren wir nicht geduldig genug in der Phase. Zweite Halbzeit ist aus meiner Sicht immer schwach gestartet. Für mich auch ein bisschen unverständlich, weil uns klar war, dass die Rhein-Neckar-Löwen gerade in der ersten Phase nochmal richtig anrennen werden und uns da eigentlich auch darauf vorbereiten wollen. Wir haben aber dann gesehen, dass wir in der individuellen Klasse, im individuellen Bereich immer einen Schritt zu spät dran waren. Da mussten wir dem Gegner auch den Respekt zollen, den er dann auch verdient hat. Wir waren kaum in der Lage, dann nach 2 Kreuzbewegungen noch hinterherzukommen. Und deswegen sind sie immer zum Tor gekommen. Ja, final muss man dann leider auch noch sagen, wäre ja noch eine Stellschraube, wenn wir dann im Tor die deutlich bessere Leistung hätten, aber da hat es heute auch nicht gereicht. Auch der Passi ist nicht richtig ins Spiel gekommen, während dann in unserer, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein paar wichtige Saves hatte. Und ein paar von euch haben wir wahrscheinlich gesehen, der Felix konnte nicht eingesetzt werden. Der hat sich beim Warmmachen verletzt, ist umgeknickt und sind wahrscheinlich die Bänder gerissen. Deswegen, da bleibt uns das Verletzungspech leider so ein bisschen treu, direkt vor dem Spiel. Und dann konnten wir auf der Position leider auch nicht reagieren. Und so muss man dann sagen, wir verdienen das nicht für die Rennen. Dankeschön, Alex. Wenn man die zweite Mannschaft ist, da ist man immer, sage ich mal, nicht so im Fokus. Dazu können wir gleich sagen, und das ist eine ganz tolle Nachricht, unsere zweite Mannschaft ist Tabellenführer und der härteste Verfolger, die Ludwigsburger HB, die haben heute verloren. Das heißt, so wie es aussieht, werden wir dann auch aufsteigen. Zwar in die dritte Liga, aber heute 2 unten, das passt auch. So, jetzt hast du ja den Weltmeistertrainer als Vorbild. Trainiert ihr eigentlich zusammen oder was macht ihr? Wir trainieren nie zusammen. Vielleicht ist er so ein bisschen, was Emotionalität angeht, mein Vorbild. Ich glaube, da komme ich ihm sehr nah. Aber ansonsten haben wir da so die Anknüpfungspunkte, das geht dann eher über den Oliver Rockisch, der das so ein bisschen organisiert mit mir zusammen, welche Spieler dann im Bundesliga-Training mittrainieren dürfen.
haben wir jetzt gerade auch viele Spieler drin, weil die Rhein-Neckar-Löwen auch wirklich ein bisschen Verletzungssorgen haben. Und wir versuchen das natürlich weiter auszubauen, dass wir immer mal wieder ein, zwei Spieler da hochkriegen. Jetzt hat Tim Gams nächstes Jahr einen Bodenvertrag gekriegt, was uns alles sehr freut. Das hat er sich erarbeitet, das hat er verdient, über ein Training bei uns und dann eben auch über Leistung in den Spielen. Es wird honoriert von oben und jetzt schauen wir eben für die Zukunft, dass wir da noch ein bisschen mehr hinkriegen. Du hast schon angesprochen, Tim Gans, der steht in allen Zeitungen, soll mit dem Krötzki nächstes Jahr rechts außen machen. Wie warst du denn heute mit ihm zufrieden? Ja, sagen wir es mal so, der Tim, ich weiß, was er kann. Und ich möchte heute eigentlich gar keinen Spieler rausheben, deshalb auch Spieler des Spiels, einen Kapitän mitgenommen, der symbolisch für die ganze Mannschaft steht. Und auch Tim Gans hat heute seine Leistung gebracht, das, was wir von ihm erwarten. Er kann nicht jedes Spiel 10 Tore schießen, aber wenn er dann in der Abwehr solider steht, als vielleicht letzte Woche das der Fall war, dann ist es ein gutes Zeichen, dann hat er das umgesetzt, was wir von ihm wollen. Und eigentlich kann ich mich heute über keinen beschweren. Gut, also, dann hast du schon gesagt, Spieler des Tages ist der Captain. Komm her. Wie stolz ist deine Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, wir haben das heute echt gut gemacht. Wir sind mit einem sehr dezimierten Kader hingefahren. Hatten viele Krankheitsfälle die Woche. Wir sind jetzt wirklich nur mit 7, 8 fitten Leuten hergefahren, weil wir auch die alten Spieler leider in ihrem eigenen Spiel lassen mussten. Dafür haben wir kämpferisch wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt. In der Abwehr standen wir sehr solide, haben viele Ballgewinne haben können. Haben dann leichte Tore machen können, auch vorne. Und so haben wir dann, denke ich, den Sieg am Ende auch wirklich verdient. Ja, da gibt es keine Frage. Super. Wir haben die beste Brenzler Deutschlands von der Bäckerei Dannemann. Gibt es vielleicht wahrscheinlich auch lauter Brenzler, oder? Oder ein badischer Nemesso. Tatsächlich gibt es auch lauter Brenzler. Und dann von unserem Präsidenten. Hawaii habt ihr ja auch gute, gell? Aber das ist was ganz Tolles. So. Alex. Ja, bei uns ist der Christopher Tindy da, auch unser Kapitän. Hat ein gutes Spiel gemacht, in Abwehr gekämpft, auch wenn nicht alles geklappt hat. War im Angriff aktiv, Posten. Und deswegen zu Rektor, der Mann des Spiels. Schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder hier wart. Erstmal danke für den Support und die Unterstützung. Ich denke, zum Spiel wurde auch schon alles gesagt. Ich bin der Meinung, wir haben heute gegen einen guten Gegner, auch wenn ich schon angesprochen habe, jetzt hier war, verloren. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine wahnsinnige Qualität. Wir hatten es Mitte erste Halbzeit dann eigentlich ganz gut gelöst. Haben da Lösungen auch in der Abwehr gefunden. Das Spiel in 4-Tore-Vorsprung ging, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Wir gehen in 2+ in die Kabine. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir einfach kein Mittel mehr gefunden gegen den starken Rückraum, der dann auch eine enorme Qualität hatte. Da waren Würfe dabei, die waren wirklich gut, einfach von der Anzahl dann auch, wie oft die reingefahren sind. Deswegen bin ich der Meinung, haben wir das leider verdient verloren. Und jetzt schauen wir, dass wir weiterarbeiten und dann mal die nächsten 2 Punkte im nächsten Spiel einfahren und möglichst mit einer großen Unterstützung von euch allen. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Das war mal gut, Mann. Michael, jetzt gibt ihr noch Fragen. Wie war es denn in Kelce? Kelce ist lang her. Wir haben richtig auf die Fresse gekriegt dort während dem Spiel. Hatten einen wunderschönen Abend, war eine schöne Reise. Und mehr kann man dazu auch jetzt nicht mehr sagen. Okay, wenn die dritte Mannschaft mal Champions League gespielt hat, weil die erste ein bisschen Theater gehabt hat, aber ihr habt euch gut verkauft, ihr habt es im Fernsehen gesehen. Warst du auch dabei? Super. Also, vielleicht nächstes Mal gehe ich Paris oder so. Ja, gut. Also, schöne Woche. Tschüss.